Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Channel, ich bin's wieder Elias und heute habe ich ein weiteres Video für euch. Und zwar sind wir heute wieder in Call of Duty Ghosts und ich habe ein Easter Egg für euch und es ist wirklich ein hammergeiles Easter Egg, auch für die GTA-Zuschauer. Und ja, und zwar ist das alles auf der Map Prison Break und ihr müsst da genau dahin kommen, wo ich bin. Und zwar ist das beim Föderationsspawn. Und ja, ihr seht ja hier bei der Brücke auf jeden Fall. Und hier, wo auch der Baumstamm ist und so. Und ja, wenn man dann eben hier hingeht, wo ich gerade bin und dann auf den Baum schaut, dann seht ihr jetzt hier ist ein verfickter Affe mit einer scheiß Kreiskettensäge in der Hand. Ist auf jeden Fall ein ziemlich cooles Easter Egg. Finde ich von Call of Duty oder beziehungsweise von Infinity Ward. Auf jeden Fall ziemlich cool, dass sie das reingemacht haben. Ich finde es auf jeden Fall ziemlich witzig. Man kann mit dem Affen leider nichts machen, also man kann nicht draufschießen oder so. Also draufschießen kann man schon. Kommt auch Blut raus. Oder kommt Blut raus? Ich weiß gar nicht. Ja, doch, Blut kommt raus. Aber es passiert auf jeden Fall gar nichts, auch wenn man auf die Kettensäge oder so schießt. Granaten bringen auch nichts, haben wir schon ausprobiert. Ist auf jeden Fall ziemlich cool, finden wir. Schaut auf jeden Fall mal selber vorbei. Ich weiß jetzt nicht, wie man in Kinomodus reingeht und dann hier rumfliegen kann. Das geht irgendwie gar nicht, glaube ich. Aber ist auf jeden Fall ziemlich cool. Und ja, das war's wieder von mir. Bitte bewertet dieses Video, falls es euch gefallen hat. Ich bin wieder weg. Ciao. Haut rein.